Das ist doch der Unterschied der politischen Konzepte. Norbert Walter Borjans hat in Regierungsverantwortung bewiesen, dass man mit Schulden unsoziale Politik machen kann. Und Joachim Stamp zeigt für die FDP in Regierungsverantwortung, man kann ohne Schulden soziale Politik machen, meine Damen und Herren. Das ist der Unterschied zwischen denen und uns. Wenn es nicht ein unabwendbares Schicksal ist, das uns jetzt herausfordert, sondern wenn wir selbst unsere Untätigkeit, unsere Kleinmütigkeit, unsere Ängstlichkeit sind, die uns im vergangenen Jahrzehnt gebremst haben, da haben wir alle Chancen, es in den 20er Jahren besser zu machen als in den vergangenen 10 Jahren. Alle miteinander. Und deshalb, liebe Freunde, meine Damen und Herren, bitte denken wir doch mal groß. Statt Tempolimit, statt Pickup-Verbot, statt Drehen an der Preisschraube bei Bahn und beim Flugzeug. Wir haben eine Europäische Union. Wir haben hunderte Milliarden Euro in den nächsten Jahren reserviert für Investitionen in Projekte, die Europa zusammenbringen sollen. Was würde dem Klima mehr helfen und was würde Europa mehr zusammenbringen als eine neue Hochgeschwindigkeitstrasse von Warschau über Berlin, Paris bis nach Madrid? Denken wir doch einmal groß in Europa und nicht immer nur klein. Wo ist der Ehrgeiz denn?